Hallo, hier spricht das Gründergut Wölkau. Willkommen zum zweiten Geburtstag des Theaters im Pferdestall. Die Skrupelhaften, die Perfektionisten, die Amateure, die Heuchler, die Henker, die Bösen, die Guten, die... Was? Was? Sie wiederholen sich. Ach, tue ich das, ja? Ja, das tun Sie. Und wo war ich stehen geblieben? Sagen wir, bei Professor Moretti? Mein Erzfeind, genau. Auch ihn habe ich schlussendlich zu Fall gebracht, meinen berühmtesten Widersacher! Darum ihn geht es heute nicht! Ne? Nö! Sondern um den zweiten Geburtstag des Tests! Ah. Und darum! Weil ich nicht als ein Verliebter kann kürzen diese feindlichen Tage! Bin ich gewählt, ein Bösewicht zu sein? Und Feind den eitlen Freuden dieser Tage. Ein Schrecke mache ich, schlimme Eingleichungen, durchtrunkene Weissagungen, Schriften, Träume, um meinen Bruder Klärsitz und den König in Todfeindschaft einander zu verhetzen. Und ist nur König Klärens treu und echt wie ich, verschmitzt, falsch und verräterisch, so muss heute Klärens eng verhaftet werden für eine Weissagung, die sagt, das geht. Dem Erben etwas nach dem Leben steht. Taucht unter ihr Gedanken. Da kommt Lady L. Nein, 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 nein! Understatement, nicht over! Over? Wie jetzt over? Du sollst dezent spielen! Dezent, falls dir das Wort irgendetwas sagt. Du sollst dir nicht den Klauen geben, Mann! Das kapierst du in 20 Jahren nicht! Weißt du was? Dann mach deinen Dreck doch alleine! Ja, bitte! Runter von der Bühne! Apropos Jahreszeit, wenn wir schon mal bei dem Thema sind. Wie kleidet sich ein Mann mittleren Alters von mittlerer Statur? Na, Herr Doktor. Was zieht man an, wenn die Röhrenjeans zu eng geworden sind und man aber noch keine Thrombosestrümpfe tragen muss? Also, was mich betrifft, ich kann mir eigentlich überwerfen, was ich will. Das Spektrum meiner Kleiderwahl ist auf einige wenige Wünsche beschränkt. Erstens, es soll nirgendwo scheuern und zwicken. Zweitens, ich möchte nicht als vermeintlich hilflose Person von der Polizei aufgegriffen werden. Drittens, ich möchte so aussehen, wie ich denke, dass ich aussehe. Zugegeben, der letzte Wunsch ist ein wenig prekär. Klar kenne ich mich von einigen wenigen gelungenen Fotos, aber mittlerweile erhärtet sich der Verdacht, dass ich eher so aussehe, wie in der gekrakelten Kinderzeichnung meines Sohnes in der Übung Ich male meinen Vati. Lässt ein Mann sich von der eigenen Frau einkleiden, ist deren Bekleidungsstrategie schnell durchschaut. Klar soll man gut angezogen aussehen, andererseits aber etwas leicht Gockelhaftes haben, was andere Frauen zuverlässig abschreckt. Ein Mann, der sich von der eigenen Frau einkleiden lässt, läuft quasi markiert herum. Als Mann einer Frau ist man einfach in der Zwickmühle. Einerseits soll man herbmännlich, kreuzgefährlich und so knackig rüberkommen, dass die Verkäuferin an der Kasse vor lauter Schmacht den Blumenkohl mit 99 Euro eintippt. Andererseits am besten eine Latzhose mit aufgebügelten Familienfoto tragen, am Finger einen hupenden, blinkenden Ring und nur mit Frauen jenseits des 70 sprechen. Kurz, man soll ein Aufreißer sein, der sich zusammenreißt. Danke. Abschied nehmen. Wenn jemand fährt von uns, lass uns adieu sagen. Vielleicht kommst du nie wieder. Vielleicht bin ich nicht mehr da. Vielleicht
war es das letzte Mal, dass wir uns sahen. Denn täten wir es nicht und einer von uns bliebe liegen unterwegs, wie könnten wir je uns wieder ins Auge sehen? Und haben Sie den Schlüssel zufälligerweise dabei? Ja. Yes. Dankeschön. Sehr schön. Ah, ein geräuschloses Schloss. Kein Wunder, dass Sie davon nicht erachten, Mr. Holder. Ne? Und dieses Kästchen nehme ich an, beinhaltet das Diadem? Na was nun? Ja oder ja? Gut. Ich denke, wir sollten ein Auge drauf werfen. Ne? Werfen wir mal. Das ist also die Ecke, die jener, die unglücklicherweise verloren ging, gegenüber liegt, ja. Mr. Holder, wollen Sie die Ecke bitte für mich abreißen? Ich denke nicht im Traum dabei. Was? Ja, da müssen Sie wohl ran, Holmes. Sie sind jung und relativ kräftig. Da haben Sie recht, aber sind Sie sich da sicher, Watson? Ah, keine Sorge, Holmes. Mit Ihren schwachen Muskeln werden Sie keinen Schaden anrichten können. Nicht viel Druck. Es gibt ein bisschen nach. Glaube ich. Aber obwohl ich stark in den Fingern bin, würde es mich doch einige Zeit kosten, die Ecke abzureißen. Ein gewöhnlicher Mann könnte das gar nicht. Ja. Und was denken Sie, Mr. Holder, würde passieren, wenn es Ihnen gelänge? Doch das klappt beim knalligen Pistolenschuss. Peng! Sie wollen mir nicht erzählen, dass alles ein wenige Meter von Ihrem Bettchen passiert und Sie haben nichts gehört? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Es liegt für mich alles im Dunkeln. Na, vielleicht wird es lichter, wenn wir einfach mal weitergehen. Na, was denken Sie denn, Miss Holder? Hm? Na, und was denken Sie denn? Es ist gut, dass ich die Verwirrung meines Onkels teile. Ah, Ihr Sohn hatte weder Schuhe noch Hausschuhe an, als Sie ihn trafen. Ist das richtig, Mr. Holder? Er hatte nichts weiter an als ein Hemd und eine Hose. Sehr gut. Ich glaube, wir wurden bei diesem Fall von außerordentlichem Glück begünstigt. Und es wäre einzig unser eigener Fehler, wenn wir den Fall nicht lösten. Mit Ihrer Erlaubnis, Mr. Holder, setze ich meine Untersuchung jetzt draußen fort. Einverstanden? Richtig. Gut, einverstanden. Richtig, richtig als einverstanden, ja. Was ist mit Ihnen los, Holmes? Ich sagte, ich setze meine Untersuchung draußen fort. Heißen Sie ich? Nee. Na, sehen Sie. Ach. Ja. Aber am meisten haben Sie es mit meinem speziellen Freund, der Westerwelle. Der wird, wenn er angegriffen wird, aggressiv und äußert sich abfällig über die Meinung anderer Leute. Eine unbekannte Größe mit überschäumender Persönlichkeit. Also, unbekannt ist diese Größe bei uns leider nicht. Leider. Schön wäre es ja. Im Gegensatz zu unserem amtierenden Ministerpräsidenten, dem Stanzler, natürlich, ne? Um mal auf die Landesebene zu wechseln. Ich glaube, die meisten Menschen, die ihn kennen, sind Osterreiter und wohnen in Panschwitz-Kuckau. Die Opfer der letzten Flut im Jahre 2010 jedenfalls haben noch nie etwas von ihm gehört. Und wenn, dann nichts Gutes. Sie mussten sich nämlich mehr oder weniger selbst helfen. Oh ja, wir müssen los, du. Die Mutti wartet. Wir müssen noch den Kleinen noch abholen. Na komm, meine Kleine. Komm, hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Schönen Abend noch, die Herrschaften. Ne? Was steht dem Herrn zu Diensten? Wie nennst du dich? Diese Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet. Der fernab von allem Schein nur in der Wesen tief betrachtet. Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen. Wo es sich allzu deutlich zeigt, wenn man euch Fliegenschiss, Verderber, Lügner heißen. Ja gut, wer bist du denn? Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätsel gemacht? Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
schönes Fräulein. Darf ich es wagen, mein Arm und Geleit hier anzutragen? Ich bin weder Fräulein, weder schön. Kann ohne Geleit nach Hause gehen. War die in solcher Lautheit weit gefragt? War die in solcher Lautheit weit gebunden? Ich will sie haben. Doch nicht lang bei. Nee. Ich, der Mörder ihres Manns und Vaters, in ihre Herzen abscheu, sie zu fangen. Im Munde Flüche. Tränen in den Augen. Der Zeuge ihres Hasses, blutend da. Gott, ihr Gewissen, all dies wider mich. Kein Freund, um mein Gesuch zu unterstützen, als Heuchlerblicke und der wahre Teufel, und doch sie zu gewinnen? Alles gegen nichts! Ja! Und wieso ist es dann mal zu hart? Und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach. Und woher weißt du dann, wann es gut ist? Ich nehme das Ei nach 4,5 Minuten heraus. Mein Gott. Nach der Uhr? Oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das eben im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist. Aber das Ei ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Ich mache den ganzen Tag alles in der Küche. Ich wasche die Wäsche, bringe die Sachen in Ordnung, ich kümmere mich um die Kinder. Und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Ja, 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 ja. Aber wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir also egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Ja, das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du noch gesagt, es sei dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv? Morgen.